Luigi, ich habe Neuigkeiten. Ich weiß nur nicht, ob gute oder schlechte. Als du den Maxibu besiegt hast, hat das Paraskop etwas geradezu Phänomenales registriert. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Eine Dimension Anomalie, ein Loch in der Realität. Das ist ein Durchgang, Luigi. Ein paranormales Portal ganz oben auf der Terrasse. Das Finstermundstück ist ganz sicher dort versteckt. Das würde alles erklären. König Buche wird mitsamt Marios Gemälde auch nicht fern sein. Darauf verwette ich meine Pilzpantoffeln. Filzpantoffeln. Luigi, es grenzt an Wahn, jenes Portal zu durchqueren, doch uns bleibt keine andere Wahl. Sei vorsichtig, mein Freund, unser aller Zukunft liegt in deinen Händen. Ha. Let's go. So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zu E5, der vorletzte Level. Und ich renne einfach mal wieder hoch wie ein Otto. Obwohl, wisst ihr was, können wir eigentlich gleich mal machen. Ich zeige euch gleich mal den Buhu am Anfang, dann müssen wir es später nicht machen im Stress. Auf. Und zwar geht hier einmal rüber. Geht dahin, wo der Luftballon war. Der fehlt jetzt, wie ihr seht. So, wir saugen die Dinger ein. Hinkriegen. Jawohl, da ist er. Bitte einsteigen in den Omnibus und los geht die rasante Fahrt durch die Schrecken des Hauses. Bitte anschnallen. Du machst jetzt gleich eine Fahrt. Übrigens der letzte Buhu, den es gibt. Außer König Buhu am Schluss, wenn wir es durchgezockt haben natürlich. Aber ansonsten ist er das dann. Das war's schon. Reit mit dir. So, Leute. Dann haben wir den auch. Auf Ehren. So. Dann gehen wir wieder zurück. Ihr würdet hier auch rein von der Ding, von der Mission herkommen. Weil ihr müsst jetzt nachher gleich ein paar Geister killen. Also killen, einfangen. Und zwar einige. So, dann drehen wir das schöne Ding mal so, dass es sich so stellt, dass wir nördlich rauskommen. Also auf die Terrasse. Genau, so. Dann gehen wir hier rein. Der ist der King. Jetzt dürfen wir ein bisschen Vollgas geben. Jetzt kommen richtig viele Geister ins Haus. Wie ihr gerade seht. Who you gonna call? So, Leute. Jetzt ruft er wieder an. Hello. Spukschwerenot. Die paranormalen Werte sind geradezu explodiert. Luigi, die Lage ist ernst. Das Portal muss warten. Wenn wir nicht eingreifen, riskieren wir den Untergang unserer ganzen Dimension. Ich habe die Spukerde auf deine Karte markiert. Gib ihnen Saurus, Luigi. So, na dann, Leute, ihr habt's gehört. Wir haben die Freigabe zu Vollgas. So, gehen wir mal als erstes hin. Sagen wir, fangen mal hier drüben an. Wie gesagt, Buhu haben wir uns schon gegrabt. Und damit eigentlich alle Collectibles abgeschlossen. Sprich, alle Edelsteine und alle Buhus in allen Welten. So, dann haben wir einmal hier unten die ersten. Ah!
war dumm. Boah, wenn ich Quatsch schlägt. Aber wenn ich so weiterspiele, dann wird das hier nichts. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren, das war jetzt überhaupt nicht gut gespielt. Und das ist Eigenkritik. Ist nicht schwer, ich stelle mich nur an. Dann gehen wir hier rüber. Gucken wir gleich mal am richtigen. Wartet mal. Wenn sie nicht alle drei erwischt, aus welchem Grund auch immer. Bin ich gut. Gerade echt sagen, muss ich gerade echt ein bisschen selber zugeben. Versuche jetzt gerade hier eher Feeling zu finden, bin ich echt ehrlich. Bereit sein. Dann wieder durchs Portal gehen. So, mal gucken, wann ich dazu komme, jetzt gut zu spielen. Ich versuch's, Leute. I'm so sorry, aber ich bin echt ehrlich, ich spiele nicht gut. Gerade ich weiß, ich habe jetzt 100 live und bla, aber so der Eigenanspruch geht gerade so ein bisschen flöten. Wir gehen mal ins Eis. Bin mir ziemlich sicher, da geht der Frank ab. Ja, natürlich. Ja, dir sind meine Lieblingsgeister, du. Da darfst du wirklich keinen vergessen. Was hier aber gut ist, und das kann ich euch nur empfehlen, falls ihr drauf geht, ist immer gut. Ein Backup-Plan ist immer nicht schlecht. War doch hier gerade. Hast du schon? Oh, okay, das war mal relativ einfach. Entschuldigung. So, basically könnt ihr jetzt alle vier Räume abgrasen. Oh, Schwertkämpfer mag ich. Mal behaupten, es wird besser. Also, was ich zusammenspiele. Sieht man auch am Cash. Oh, nice try. So, dann gehen wir ins rechts untere Eck. Ihr könnt aber auch das Portal nutzen, ist wahrscheinlich schneller. Ach ja, ach ja, pure Liebe. Mal hier hoch, das ist richtig ekelhaft. Ist sowieso meine absolute Lieblingsgattung an Gegner. Da kann ich euch wirklich nur einen Tipp geben, Leute. Geduld haben. Ein Dreier rausziehen und dann schön dodgen.
Wieder ein Dreier raus. Kurz warten, das ist die Rotze hier. Und rein da. So, und dann gehen wir nochmal nördlich. Ich glaube, dann müssen wir wieder auf die Terrasse zurück. Oh, hier wird's eng. Ah, da neben Klo müssen wir auch nochmal ran. Muss ich hier runter? Okay. I'm coming. Ah ja. Oh, Tornado Guys. Wunderbar. Ich möchte da rein. Ich nehme mal den Weg nochmal. Sorry. Hätte man auch ein bisschen besser laufen können, aber ist okay. Bin jetzt hier straight nochmal und nach vorne dann links. Kommen wir in der Art Badezimmer. Das. Kurz die Map checken. Alles klar, dachte ich mir fast. So, einmal hier gerade durch. Durch den Hauptplatz. Sorry. Dann sind wir, glaube ich, eh relativ in der Nähe. Ah, die Küche. Genau. Ah, hier waren diese ekelhaften Blauen, glaube ich, drin. Ey, ei! Ja, genau, Instant Throw. Bin ich Fan von. Dafür gab es jetzt keinen Gash, weil... Okay. So, hier. Okay. Du musst zurück. Die Terrasse, ich empfange dort ein merkwürdiges Signal. Alright, Leute. Also, durch die Bude haben wir so mal durchgeroamt. Jetzt kommen wir zum Finale. Ja, und ihr müsst es natürlich auch drehen, ne? Also, da. Hätte man jetzt auch andersrum drehen können. Wunder, wunderbar. Okay. Terrasse.
Oh, war ein bisschen falsch. Deinen Hut aufgesetzt, oder was? Jetzt habe ich. Nein. Die zwei Jungs hier. Hau doch mal zu, Jungs. It was tough. Hola Luigi, das war ja phänomenal. Du bist ein wahrhaftiger Geisterdompteur. In der Schreckweg Nummer 15 ist dein Feuerreif in der Gespenstermanege. Entschuldige, ich habe mich hinreißen lassen. Obwohl, das gute Stück ist sicher zum Bersten mit Geistern gefüllt. Lass ihn uns schnell leeren, ehe es durch dieses unheimliche Portal geht. Ray. For the rock! Erleichterung. Ich hatte mir beinahe schon Sorgen gemacht, mein Bester. Das war sicher deine schwerste Prüfung bisher, doch du hast sie mit Bravour gemeistert. Und da waren schon schlimmere Sachen dabei, finde ich. König Buu war offensichtlich wenig erfreut über deinen Sieg gegen den Maxi Buu. Aber indem er seine Geisterhorde entließ, hat er gleichzeitig seine Schwachstelle entblößt. Oh ja, mein Lieber, das paranormale Portal steht nämlich immer noch offen. Aber wer weiß, wie lange noch, wir müssen uns sputen. König Buu, hör gut zu, bald hat dein schurkisches Treiben ein Ende. Stimmt doch, Luigi, oder? Digga.